Okay, wartet. Und der Schmied war doch auch hier irgendwo. Vielleicht habe ich was für einen Schmied. Dienstleistungen von Händlern. Am besten führst du deine Verbrauchsgegenstände bei Händlern auf. Gegen Darahim kannst du Hilfsmittel oder Elixiere kaufen. Suche am besten den nächsten Händler auf, wenn er eine Lösung beim ausgeht. Hallo Schmied. Schön, dich zu sehen. Sei gegrüßt. Zeigst du mir deine Waren? Bitte, sieh dich gründlich um. Ich hauche ihm neues Leben ein. Brauchst du etwas Spitzeres? Ich kann das alles nicht verbessern. Sonst noch etwas? Ich gehe dann mal. Bis bald. Ja. Okay, wir gehen in unser Verbindungshaus. An Alis Stelle würde ich dasselbe tun. Ein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Soldat. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Wie war deine Reise? Ich bin Abu Jafar. Ach ja, entschuldige. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Der Orden ist ihm ein Dorn im Auge, ja. Aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Hul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beschis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mal. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt, wurde Ali zum Gefängnis beim Beb Dimashq gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Das Gefängnis am Beb Dimashq ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Ich kundschafte voraus. Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz Ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar hier in der Nähe könnte dir dabei helfen. Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mir Materialien und ich sehe, was ich tun kann. Wieder was Neues. Hallo Nico. Schönen Mittag. Hilfsmittelaufwertung. Jedes deiner Hilfsmittel kann aufgewertet und mit verschiedenen Effekten angepasst werden. Um ein Hilfsmittel zu verbessern, besuche die Banu Musa im Bruderschaftshaus der Verborgenen. Die Dienstleistung kostet eine bestimmte Menge Materialien für Verbesserungen. Mehr Wurfmesser wäre schon cool. Was ist denn hier alles? Leichen? Wow, Leichen jener, die mit dem Messer getötet wurden, lösen sich einfach auf?
Oh, und jetzt kann ich hier eins davon auswählen. Möchte ich lieber 6 Wurfmesser statt 4? Oder mehr Schaden? Kann ich das nachträglich noch ändern? Mehr Schaden wäre auch gut. Ich meine, Wurfmesser finde ich eigentlich immer wieder zum Auffüllen. Okay. Okay, aber ich kann das durchwechseln. Okay. Dann sind wir ja schon fast mit dem Spiel durch, oder? Weil du letztes Jahr bei ca. 40%. Ja. Aber tatsächlich habe ich gestern Abend ein bisschen gespielt. Also knapp 2 Stündchen bloß. Und ich bin immer noch bei 40% Main Story Fortschritt. Also jetzt gerade dauert es ein bisschen länger, die Hauptstories quasi weiterzumachen, weil sich das Spiel jetzt so ein bisschen aufsplittet in verschiedene Aktivitäten. Am Anfang war es halt wirklich stupide Mainquest, Mainquest, Mainquest und ich konnte gar nichts anderes machen. Aber jetzt gerade teilt sich das so ein bisschen auf und jetzt kriegt man auch mehr Möglichkeiten und das heißt, ich kann noch ein bisschen Zeit in dem Spiel verbringen, zum Glück. Und ich glaube, ich habe auch immer noch nicht alles freigeschaltet und entdeckt. Und also ich kriege immer noch Neuigkeiten im Spiel gezeigt, wo ich denke, ah, okay, cool, interessant. Wusste ich noch nicht. Ein Quell der Ideen, wie immer. Danke, Abu Jafar. Warte, was ist hier an der Tafel? Aufträge. Weil hier kriege ich ja wieder neue Wurfmesser. Ich ging voraus, um einen Weg ins Gefängnis am Beb Dimashq zu finden. Ich sollte ihn suchen. Doch zuvor könnte es hilfreich sein, diesem Schmied einen Besuch abzustatten. Jede Verbesserung könnte sich als nützlich erweisen. Ich war gerade beim Schmied. Aufträge. Aufträge von verschiedenen Fraktionen Bagdads findest du auf dieser Tafel. Sie abzuschließen ist eine großartige Möglichkeit, dich gut mit ihnen zu stellen. Im Kodex erfährst du mehr über Bagdads Fraktion. Angenommene Aufträge kannst du dir im Detail im Nachforschungsmenü ansehen. Kann ich einfach alle annehmen? Oh, und es gibt immer optionale Ziele. Ich nehme mal das mit. Ich kann alle mitnehmen, okay. Dann haben wir sie zumindest erstmal alle dabei. Und die sind jetzt. Ja. Julia, da ist eine Liste. Das ist schön, also gefällt es dir? Ja, ich finde es schön. Ich finde, die Story ist auch nicht so komplex. Das fand ich zum Beispiel bei Assassin's Creed Valhalla. Ich habe es ja selber noch nicht gespielt, aber ich habe es ja bei einigen gesehen. Ich fand die Story da super komplex. Und hier ist die Story halt super entspannt. Und das mag ich. Genau, das ist jetzt der neueste Teil der Reihe. Der kam vorgestern raus. Offiziell war Release. Ich finde trotzdem diese Übersicht ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Dass hier unten dieses Bücherthema ist. Oh, ich habe ja ein Buch. Lass uns das mal machen. Wo ist das? Das ist ja voll ab vom Schuss. Hier habe ich ja nicht mal einen Schnellreisepunkt. Nee, dann machen wir das jetzt gerade nicht.
Also die Übersicht hier finde ich komisch, muss ich tatsächlich sagen. Aber gut. Sehr gut. Mach den Abzug wegen unendlichem Inventar wieder wett. Ja, so ungefähr. Aber ich gehe halt von aus, diese Fragezeichen hier in dem Sinne werden unsere Main Quests sozusagen sein. Und was ich gerade auch gesehen habe bei diesen Aufträgen. Ich. War denn das gerade bei welchem Auftrag? Hier kriege ich 2 Fähigkeitspunkte, Fertigkeitspunkte. Das wäre halt schon cool. Weil ich brauche Fertigkeitspunkte, das weiß ich. Weil ich brauche hier zum Beispiel das Doppelattentat, Kettenattentat. Ich brauche das. Zusätzliches Hilfsmittel. Kommen weiter in der Geschichte voran. Was wollte ich jetzt machen? Gehen der Story nach. Da muss ich das aber natürlich noch auswählen. Hier. So. Aber sollten wir jetzt trotzdem noch mal zum Schmied gehen? Ich meine, der hat gerade extra noch mal gesagt, ich soll zum Schmied gehen. Hallo Nina, schön dich zu lesen. Kurzes Hallo vorm Einkauf. Du möchtest dich Samstag in den Supermarkt schmeißen mit allen anderen Menschen? Also was heißt schmeißen? Du möchtest einkaufen gehen? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Aber schön dich zu lesen, ich hoffe es geht dir gut. Okay, wir gehen noch mal kurz zum Schmied. Die haben gerade alle gesagt, ich soll zum Schmied. War ich zwar gerade, aber ist egal. Oh, sind wir jetzt international geworden? War jetzt plötzlich Englisch gelernt? Hallo? Kann nicht mit ihm reden. Denn nicht. Schmied kaputt. Feuerschleuder, die Well erwähnt hat. Ich war mit Axel zusammen. Auf jeden Fall würde ich mich hier nie zurechtfinden. Ich würde mich hier immer verlaufen in diesem Stadtteil. Oh, da ist ein Artefakt, was wir klauen können. Probieren wir es nochmal. Da hinten sind die Wachen, zu denen dürfen wir nicht rennen. Konzentration. Geschafft. Gut, dass ich Skillchecks geübt habe bei TBD. Ja, mir geht's super, brauche auch nur Brot und eine Karte zum Hochzeitstag. Okay. Das sollte gehen. Ich gehe tatsächlich immer freitags einkaufen und find's da schon teilweise schwierig mit den ganzen Menschen. Aber ich glaube, Samstag ist doch noch schlimmer, oder? Da ist es. So grausam und unerbittlich wie in meiner Erinnerung. Du warst hier einmal Gefangener? Oh nein, ich war nie dort drin. Tatsächlich kam ich dem Gefängnis nie näher als bis zu genau diesem Ort.
Von hier aus ließ ich meinen Drachen hoch über die Gefängnismauern steigen. Sein Muster war einzigartig, musst du wissen. Ich hatte ihn mit meinem Vater gefertigt, als ich noch klein war. Also kam ich Tag für Tag her und hoffte auf einen Windstoß, der ihn hoch genug tragen würde, damit er ihn sieht und weiß, dass ich da bin. Ich weiß nicht, ob er ihn jemals sah. Ich kenne diesen Schmerz. Und es tut mir leid für dich. Mir nicht. Solcher Schmerz bereitet uns den Weg. Erinnert uns daran, wer wir sind. Wer wir sein können. Da wir gerade von Wegen sprechen. Ich sehe nur einen. Und der ist nicht einladend. Nein. Wir müssen dich hineinbringen, ohne gesehen zu werden. Könnte die helfen? Wo hast du die her? Von Beshi. Er sagte, diese Münzen hätten unter dem gemeinen Volk einen großen Wert. Durchaus. Du könntest vielleicht die Wachen dazu bringen, wegzusehen. Oder die Hilfe einiger Händler bekommen. Ich werde sehen, wonach mir der Sinn steht. Ich kehre ins Bruderschaftshaus zurück. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Lass mich immer alle alleine. Ich gehe eigentlich oft. Samstag ist okay, okay. Ich dachte, Samstag ist wahrscheinlich noch schlimmer als freitags. Gibt es ja auch noch diese versteckte Klinge? Ja. Wir haben sogar gesehen, wir wurden ja quasi trainiert und wurden dann aufgenommen. Es gab dann so ein Aufnahmeritual. Und da mussten wir auch unseren Finger abschneiden. Also das hat man auch gesehen. Dafür haben wir dann diese versteckte Klinge bekommen. Die gibt's hier auch, ja. Befreie Ali. Der Anführer des Aufstandes und Verbündeter der Verborgenen wurde gefangen genommen und in das bestbewachte Gefängnis Bagdads gebracht. Dort einzubrechen wird nicht leicht. Kitmatun-Münzen sind eine seltene Währung und können bei jenen, die sie zu schätzen wissen, gegen Gefallen eingetauscht werden. Suche nach Möglichkeiten, dich in das Gefängnis beim Beb Dimashq einzuschleichen. Okay. Wie lecker. Ja, das ist ein Aufnahmeritual. So, wie früher, die Indianer haben sich in die Handinnenfläche geschnitten und dann Hände geschüttelt. Und hier musst du halt deinen linken Ringfinger abschneiden. Ich glaube, der linke war es, ja. Ich stelle einen kurzen Zwischenstand zu meinem Bücherzimmer geben. Alles geputzt, außer die Bücher. Aber das ist gut. Du hast alles drumherum schon erledigt. Das ist ja ein dummes Ritual. Aber das ist tatsächlich... war das wohl in den ersten Teilen ja auch so ein Thema. Dass du nur dann so ein richtiger Assassine bist. Deshalb kannst du dich gar nicht verloben. Ich glaube, Basim hat auch andere Sorgen, als dich zu verloben. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Aber ja, muss er dann den Mittelfinger nehmen oder so? Okay, das ist eine Option. Wofür wir die Münze ausgeben könnten. Also irgendwie... Ich sehe da überhaupt niemanden, aber okay. Und was ist jetzt die dritte Option? Achso, die Wachen hätten wir als Option. Ich gehe mal da drüben gucken. Was mir hier geboten wird für Hilfe. Meine Herren, ihr seid kluge Geschäftsleute. Wollt ihr ein Angebot hören? Solange es ein gutes ist, Sadiki. Worum geht es? Ich muss in das Gefängnis gelangen. Unbemerkt. Ich dachte, vielleicht könnte ich mich als einer eurer Gehilfen ausgeben. Möglich. Und im Gegenzug?
Lass mich erst nachdenken. Ja, ich frage erstmal noch hier. Den da. Gehört ihr zu Ali? Ja. Aber wir haben ihn seit Wochen nicht gesehen und der Aufstand hat sich nahezu aufgelöst. Die Stimme kenne ich. Das ist nur vorübergehend. Ali sitzt in diesem Gefängnis ein. Ali? Hier? Ich wähnte ihn tot. Ich werde ihn befreien, aber ich brauche eure Hilfe, um hineinzugelangen. Ich kenne dich nicht. Nichts wollen wir mehr, als dass unser Anführer zu uns zurückkehrt, doch woher weiß ich, ob ich dir trauen kann? Ich verstehe. Vielleicht suche ich besser einen anderen Weg.